Eines der differenziertesten Lautsysteme unter den Säugetieren haben die Elefanten. Akustische Signale sind neben Gerüchen für ihre Verständigung ganz besonders wichtig. Elefanten verfügen über ein absolutes Tongedächtnis und sind in der Lage, dieselbe Melodie von verschiedenen Instrumenten unterschiedlich interpretiert wiederzuerkennen. Über die deutlich vernehmbaren Rufe hinaus verständigen sie sich innerhalb der Herde auch mit sehr tiefen, unterhalb der menschlichen Hörschwelle liegenden Infraschalllauten. Diese tiefen Töne ermöglichen es ihnen, sich auch unter schwierigen Bedingungen, wie etwa im Dschungel, bei Nebel oder Dunkelheit, abzustimmen und verlaufene Kälber wiederzufinden. Der Kaffernbüffel ist das charakteristische Wildrind Afrikas. Groß, wehrhaft und aggressiv wie er ist, konnte er nie zum Haustier gezüchtet werden. Kaffer ist das alte Wort der europäischen Siedler für schwarz. Das Spitzmaulnashorn bewohnt die Dornbusch-Savanne und die ausgedehnten Waldränder. Bei der Orientierung und Kommunikation stützt es sich vor allem auf seinen Geruchssinn, weshalb seine Ruflaute nur sehr selten zu hören sind. Ebenfalls nicht sonderlich gesprächig ist das etwas größere Breitmaulnashorn, das in der offenen Savanne lebt. Der Ruf Afrikas gehört den Löwen. Diese großen Katzen sind lauter als die meisten anderen großen Tiere des Kontinents und als einzige gesellig lebende Katzenart auch gesprächiger. Die männlichen Mähnenlöwen leben allerdings in ständiger Gefahr, von anderen männlichen Löwen abgelöst und aus ihrer Gruppe vertrieben zu werden. Mit lautem Imponiergehabe versuchen sie deshalb, die anderen zu beeindrucken und so ihre Stellung zu sichern. Thank you.
Leoparden leben sowohl in den zentralen Regenwäldern als auch in den Gebirgen, Savannen und Halbwüsten von Marokko bis zum Kap der Guten Hoffnung. Sie haben einen ausgezeichneten Gehörsinn und können auch sehr hohe, für Menschen nicht mehr hörbare Frequenzen wahrnehmen. Und auch ihr Sehsinn ist unserem überlegen. Nachts etwa verfügen sie über ein 5- bis 6-mal besseres Sehvermögen als der Mensch. Aus diesem Grund müssen sich Schimpansen, Antilopen und grüne Meerkatzen vor diesen gefährlichen Jägern schwer in Acht nehmen. Allein die Begattungslaute signalisieren Entwarnung. Thank you.